Das Comeback eines Comebacks. Ja, Rittersport Smarties ist wieder da. Mit Vollmilchschokolade oder weißer Schokolade und original Nestlé Smarties sind drin. Gab es in den 90er Jahren schon mal, gab es vor vielen Jahren schon mal auch von Rittersport nur ohne echte Smarties und ist jetzt im September 2023 wieder für euch da. Wir testen beide Sorten und ich zeige euch auch nochmal die von damals. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen. Heute testen wir die Rittersport Smarties mit original Nestlé Smarties. Ja, sie feiert ihr Comeback im Jahr 2023, aber sie ist nur ein Comeback eines Comebacks, denn das habe ich ja im Vorspann schon erwähnt. Es gab sie ja schon mal sozusagen wieder, denn es gab im Jahr 2020 die Rittersport Schokolinsen. Video kann ich euch über mir gerne einblenden. Da haben wir sie nämlich getestet. Die gab es auch in Vollmilchschokolade. Die gab es aber nur im Online-Shop von Rittersport, also so zum Bestellen. Und in den Rittersport-Shops, in den beiden, die es gibt. Da konntet ihr die kaufen, ganz normal. Waren aber nur Schokolinsen. Es war keine Nestlé-Kooperation. Und das ist auch der einzige Punkt, wo ich so sage, komisch. Rittersport steht ja immer so für Nachhaltigkeit und Co. Wollen keine Sklavenarbeit, Kinderarbeit weg, fairer Kakaoanbau, faire Löhne, alles soll toll sein. Es sind jetzt aber wieder Nestlé-Smarties drin und der Kakao, der da drin ist, ist aus Sklavenarbeit, Kinderarbeit und nicht mit fairen Löhnen. Also genau das kollidiert ja irgendwie miteinander. Also hier sagen sie, hey, alles ist super, hier unten ist alles scheiße, aber komm, wir treffen uns mal in der Mitte und bringen mal wieder zwei Produkte raus oder wir haben ein Kultprodukt raus. Weil die Leute werden es kaufen, weil die Leute sind ausgerastet darauf. Ne? Oh mein Gott, die gibt es wieder, ein Produkt der 90er. Ich kann es verstehen, ich kenne es auch aus meiner Kindheit. Aber man muss mal die Gedanken weiterspinnen. Rittersport, so finden die Leute immer ganz gut. Okay, bei Russland, da waren sie auch wieder ganz heil auf, weil Rittersport da nicht weggegangen ist. Jetzt, glaube ich, sind sie da rausgegangen aus Russland, so wie ich das verstanden habe. Aber bei Nestlé, egal was du von Nestlé irgendwo postest, es geht immer sofort los. Oh, die nehmen allen das Wasser weg, scheiß Konzern, kannst du nicht unterstützen, kaufe ich nicht. Wird immer drauf geschossen. Das Produkt gepostet und das ging dermaßen ab und die Leute, oh mein Gott, das werde ich kaufen, ich werde mir so viele davon holen, endlich gibt es die wieder. Da denke ich immer so, okay, dann ist es okay. Aber andersrum, wenn es alleine wäre oder nur Smarties angeboten werden oder es wird eine neue Smarties-Schokolade oder so geben, das ist dann wieder scheiße, weil es ist ja nur Nestlé. Das fällt immer so ein bisschen auf, wie das bei den Leuten aussetzt, wenn es mit etwas Positivem verbunden ist. Und das Positive ist hier die Kindheitsgeschichte. Naja, wir gucken mal drauf. Die Tafeln findet ihr ab September 2023 im Handel, teilweise jetzt schon ein bisschen eher. Ich habe sie bei Edeka gekauft für 1,49 die Tafel. Bei Netto oder so sind sie eine Aktion für 88 Cent, also werdet ihr jetzt überall finden, ist aber eine limitierte Auflage. Und wir gucken hier mal drauf. Es ist voll mit Schokolade, mit bunten Schokolinsen, mit Zuckerüberzug. Mit Kakao, 30% aus Vollmilchschokolade, mit Zucker, Kakao, Butter, Schokolinsen. Die Schokolinsen haben dann auch eine sehr, sehr lange Klammerliste, wie ihr seht. Die geht dann sehr, sehr weit nach unten. Sind aber ohne Kamin oder ohne Stelllack. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Das wurde bei Smarties mal geändert. Hat 527 Kalorien und 57 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Das heißt, wenn ihr die Tafel esst, habt ihr 60 Gramm Zucker zu euch genommen. Das ist nicht wenig. Und gucken wir mal auf die weiße Variante. Weiße Schokolade mit bunten Schokolinsen und Zuckerüberzug, bla bla bla. Mit Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Schokolinsen, dann geht das gleiche Spiel wieder los. Also ist an sich eine ganz simple Schokolade, wo nur die Linsen mit reingegeben wurden. 543 Kalorien auf 100 Gramm, also noch mehr. Und 59 Gramm Zucker, also fast 60 Gramm. Also sie hat noch mehr Zucker. Das ist natürlich ordentlich viel. Also vom Zuckeranteil ist das schon krass. Also ich hätte so mit 50 gerechnet, ja, aber knapp schon an die 60 ist schon echt viel, gerade wenn man überlegen muss, wie viel Zucker sollen wir am Tag zu uns nehmen. Und du hast mit einem, und so eine Tafel ist schnell weggesnackt. Du hast mit einer Tafel deinen Zuckerbedarf überdeckt, sogar schon bei Weitem. Ja, also, seht es so an als kleine Nascherei, aber esst nicht zu viel davon, weil, naja, ist halt viel Zucker. Aber wir schauen jetzt mal. Ich packe sie jetzt für euch aus, zeige es euch in einer Nahaufnahme und dann werden wir sie probieren. Und ich bin gespannt, ob sie gut schmecken oder vielleicht auch ein bisschen, naja, man weiß ja nie. Und hier sind sie jetzt, die beiden Schokotafeln mit Original Smarties. Ja, schauen wir mal. Von oben kann man so ein paar Schokolinsen durchsehen. Wenn man das dann anschneidet, ja, sind es halt einfach eine Schokolade mit Linsen. Also mehr kann man hier wirklich nicht zeigen. Ist relativ simpel und einfach gemacht. Ne? Da wurde einfach in die Kakaomasse die Schokolinsen mit reingegeben, die dann extra Crunch und Co. geben sollen. Schauen wir uns mal die weiße Schokoladenvariante an. Also schöne Smarties weiße Schokolade. Hier kommt das natürlich optisch ein bisschen besser durch, weil natürlich auch der dunkle Schokokern sich hier nochmal ein bisschen absetzt in den Schokolinsen. Aber da sind sie. Hier sieht man sie auch ein bisschen besser. Hier ist er so ein bisschen rausgebrochen.
Aber es sind diese Mini-Smarties, die ja einfach in diese Schokolade mit drin sind. Und ja, die dann einigermaßen verteilt sind. Mehr ist es nicht. Das ist das Kultprodukt der 90er. Jetzt wieder da und wir werden es jetzt probieren. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und jetzt werden wir sie probieren und ich bin gespannt, ob es überzeugen kann. Rittersportschokolade ist ja an sich schon lecker. Also ich mag Rittersportschokolade. Kaufe ich ehrlich gesagt gar nicht so oft. Wie gesagt, ich habe so andere Favoriten, was ich mir persönlich, wenn ich mal Schokolade esse, kaufe. Aber naja, wir gucken mal. Vielleicht überzeugt es ja. Sehr, sehr weich die Schokolade. Ich habe zwar hier ein kurzes Sweatshirt an, aber es ist nicht warm hier drin. Ja. Also es hat Schokolade mit knusprigen Zuckerdragees drin. Also. Haut mich nie vom Hocker. Man merkt, dass es sehr, sehr süß ist. Man merkt jetzt schon, dass es im Hals leicht kratzt vom Zucker. Ja. Ist nicht die beste Schokolade von Rittersport, muss ich sagen. Die haben bessere Vollmilchschokoladen. Ich finde die Vollmilchschokolade nicht optimal. Diese Vollmilchschokolade geht so ein bisschen in den Geschmack von der Schokolade, der Füllung von den Schokolinsen, also von dem Nest der Schokoladen über. Weil sonst hat die Vollmilchschokolade einen anderen Geschmack bei Rittersport, weil ich habe ja auch eine andere Vollmilchtafel liegen und die habe ich jetzt vor ein paar Tagen gegessen mit Rittersport, die musste weg. Ich habe so viel Schokolade hier. Und da hat die Schokolade schöner geschmeckt. Sie hat einen schöneren Schmelz gehabt, sie war ein bisschen vollmundiger. Die hier finde ich ein bisschen. Wie das Innere der Schokolinsen halt. Also, die ist okay. Würde ich mir aber nicht nochmal holen. Also, reizt mich nicht. Da würde ich mir lieber vorher die Rittersport Schoko und Keks oder so holen. Da habe ich mehr von. Die knuspert mehr. Und der Schokoladenschmelzen insgesamt ist ein bisschen schöner. Das hier schmeckt so ein bisschen, muss ich sagen, wie eine leichte Billo-Schokolade. Also nicht so extrem, aber sie hat solche Ansätze in dieses etwas schlechtere Schokoladensegment, was es ja auch gibt. Das ist aber nicht dieser typische Rittersport-Qualitätsgeschmack, den man eigentlich gewohnt ist von denen. Also, die würde ich mir nicht nochmal holen. Das ist nett, so als Geschenk oder so, vielleicht für jemanden. Hey, guck mal, Rittersport, limitierte Auflage, gibt mal wieder die Smarties-Edition. Punktemäßig würde ich aber maximal nur 2,5 von 5 geben. Also, es ist eine okay Sorte, aber sie ist überhaupt kein Highlight. Also finde ich jetzt nichts Besonderes dran. Schade. Hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Damals war das anders. Da war die auch knackiger. Da war die selbst im Sommer knackig. Also, damals war das so, wow, du hast das einzeln geschmeckt, du hast Schokolade geschmeckt und Smarties geschmeckt. Das hast du auch bei der hier gemerkt. Diese Schokolinsen war auch besser. Diese Schokolinsensorte, da hast du das auch so ein bisschen differenzierter geschmeckt. Aber hier schmeckst du wirklich nur diese ganze Zeit diese Schokolade mit ein bisschen Zuckerdragee. Probieren wir mal die mit der weißen Schokolade. Finde ich besser als die Vollmilch. Weil jetzt das Spiel halt kommt, du hast nicht so viel von dieser Schokolade, du hast ja eine sehr milchige, weiße Schokolade, wo ich aber finde, wieder der Kakaogeschmack fehlt. Der Kakaogeschmack geht wieder sehr, sehr unter. Sie ist sehr, sehr süß, also das brennt gerade schon mehr als bei der anderen. Ich finde sie ein bisschen besser, die weiße. Ich würde es mir aber auch nicht nochmal holen. Das ist es mir nicht wert ja, vom Zuckeranteil. Es schmeckt halt hauptsächlich süß alles nur. Es ist süß mit süß und süß. Ich weiß, da gibt es Leute, ich habe ja auf Instagram gibt es ein paar Kanäle, die so weiße Schokolade total abfeiern. Denen ist das auch egal. Die wollen hauptsächlich nur süß essen. Aber ich denke mir immer so, wenn ich schon was esse, gerade was so viel Zucker und so hat,
Da möchte ich doch was geschmacklich erleben, weil sonst kann ich ja immer nur das eine Produkt essen, was süß schmeckt. Und das schmeckt halt auch wie diese, wie viele weiße Schokoprodukte einfach nur. Nur, dass da jetzt noch was Smartes zusätzlich drin sind. Aber so ein bisschen Abwechslung ist ja schön. Das ist ja gerade schon, wie zum Beispiel von Ritter Sport, die weiße Zimtcrisp. Die schmeckt, finde ich, sehr, hat einen schönen weißen Schokoladengeschmack. Die schmeckt auch mehr nach weißer Schokolade. Der hier schmeckt halt milchiger. Aber das, dann kommt dieser Knusper und der Zimt und es entwickelt sich so schön im Mund vom Geschmack. Die gibt es ja dieses Jahr auch wieder, die habe ich ja hier auch noch. Ich weiß gar nicht, wie war die vom Zuckeranteil? Ja, ja, die hatte ja noch mehr, ist ja klar, wegen den Zimtdingern. Aber die ist auch anders aufgebaut, ne? Ja, die hat eine andere Zutat, auch eine andere Schokozusammensetzung. Ist halt Geschmackssache am Ende. Es ist wirklich alles immer nur Geschmackssache. Ich würde der weißen Rittersport punktemäßig dann 3 von 5 geben. Wie gesagt, weil sie ein bisschen besser schmeckt, finde ich, als die Vollmilch. Da ist so ein bisschen Differenzierung mit dabei. Aber beide tören mich überhaupt nicht an, muss ich sagen. Also beide finde ich jetzt nicht so, wie ich von Rittersport Schokolade eigentlich gewohnt bin. Da gibt Besseres, muss ich ehrlich sagen. Also hier finde ich, haben sie sich ein bisschen verschlechtert vom Geschmack. Wer aber dieser reine Zuckerjunkie ist, wie gesagt, der dieses süß mit süß und süß und süß nur mag und gar nicht da so extrem Wert drauf legt, dass man, dass es mehr nach Schokolade und Kakao so schmeckt, der wird es feiern, der wird es gut finden. Für mich sind sie aber beide mittelmäßig und ja, ich hau die mir irgendwie vielleicht ins Eis oder so. Ich mache mir die Tage nochmal Eis und dann hau ich mir die da irgendwie rein. Da kann ich die drin verarbeiten, aber so habe ich jetzt gar keine Lust, die großartig weiter zu essen. Aber so ist das manchmal. Ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Ich bin gespannt, ob ihr sie kaufen werdet mit der Geschichte, wie gesagt, mit Sklavenarbeit, nicht Sklavenarbeit. Finde ich interessant, ob euch das Thema auch zum Beispiel wichtig ist. Achtet ihr so auf sowas oder ist es euch dann egal? Hauptsache es ist wieder das alte Kultprodukt da. Und wie hat es euch geschmeckt? Werdet ihr sie kaufen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sind in eines der nächsten Videos. Darum danke fürs Foodschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.